Das macht man doch nicht, das kann man doch nicht machen, ey, chillt mal. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute geht es mal um so eine Sache, die mich in letzter Zeit so immer zunimmt, beziehungsweise jetzt kann ich halt so drüber reden, weil es eh jeder weiß oder halt auch aus einer anderen Situation. Es geht so um so Vorfälle, wo ich mir dachte, Leute, die meine Videos gucken, Abonnenten von mir oder keine Ahnung, woher die mich kennen, wahrscheinlich von YouTube halt oder Instagram, kein Plan. Halt so Vorfälle, wo ich mir wirklich gedacht habe, chillt doch jetzt mal, Alter. Wieso macht ihr das, Mann? Das kann man doch gar nicht bringen. So, ich persönlich könnte mich gar nicht in diese Rolle hineinversetzen, das bei anderen Personen zu machen. Ich würde mich irgendwie voll schämen, so. Und ja, meine Haare sind heftig lang geworden. Ich muss wieder zum Friseur. Egal, achte nicht auf meine Haare heute. Also, Leute, eine Situation, die ist mir gestern passiert. Ich bin gestern nach Köln gefahren, bin aus meinem Zug ausgestiegen. Es war so, keine Ahnung, 11:30 oder so. Und ich musste halt noch so 1,5 Kilometer gehen, um halt zu einem Kumpel zu kommen. Ich habe gedacht, ja, komm, gehst du das Stück einfach, war eh schönes Wetter noch, die Sonne hat geschienen, bin dann durch die Innenstadt so ganz kurz und direkt, wirklich direkt, ich dachte so, Jungs, habt ihr keine Schule? Also das waren Junge und Mädchen. Ich merke mittlerweile wirklich immer, ob mich jemand jetzt erkennt oder nicht, und die haben mich halt erkannt, habe ich so im Hinter, die haben halt so, ist das nicht ein YouTuber? So, habe ich gehört, bin weitergegangen, dachte ich, okay, die gehen jetzt weiter, ich gehe weiter, war nicht so. Die sind mir hinterhergegangen, wirklich 1 Kilometer oder so sind die mir hinterhergelaufen, so. Da habe ich noch gedacht so, okay, ja, die waren auch noch etwas jünger, so, ich weiß nicht, warum die nicht in der Schule waren oder woher die kamen, keine Ahnung, Bayern oder so hat ja auch Ferien. Und das Ding ist aber wirklich immer, ich frage mich so, ey, merkt ihr nicht, dass ich komplett checke, dass ihr mir hinterherlauft oder dass ihr mich kennt oder sonst woher kennt, weiß ich nicht so, weil der Junge von denen, der kam auch wirklich immer so auf meine Höhe, ich hatte eine Kapuze auf und guckte dann immer so, lief dann wieder zurück, ja, der ist das, bla bla, boah, und irgendwann habe ich mich dann umgedreht und gesagt, was wollt ihr kommen? Ich kann bei sowas auch nicht mehr so nett bleiben, wie ich eigentlich bin, wisst ihr? So, und diese gleiche Situation oder ähnliche Situation ist mir nochmal passiert. Hier, bei uns oder auch schon des Öfteren. Ich war letztens mit meiner Freundin, war ich bei uns in der Innenstadt. Halt hier, wo ich wohne, die ist nicht sonderlich groß, aber ist halt, ist relativ schön so. Und hier im Ort wissen natürlich schon so relativ viele Bescheid, dass ich halt YouTube mache, weil ich halt hier wohne, und das spricht sich dann natürlich rum, ist ja logisch so. Auf jeden Fall bin ich dann mit meiner Freundin so einen Weg gelaufen, und da waren dann halt so 5 Mädchen, und da hat man halt gemerkt, jo, die wissen auch, dass ich YouTube mache. Und 2 oder 3 von, ich glaube es waren 2 von diesen Mädchen, sind uns dann hinterhergelaufen, wo ich dachte, okay, gut, die sprechen mich ja sofort an, man traut sich vielleicht auch nicht so immer. Das war allerdings nicht so, wir haben uns dann hingesetzt. Und auch wieder so total offensichtlich sind die so, die waren erst so 100 Meter entfernt, dann 50 Meter, dann 20 Meter, dann sind die an uns vorbeigelaufen. Ja, traust du dich, bla bla bla, haben sich dann 5 Meter neben uns hingesetzt und uns ohne Scheiß so eine 3/4 Stunde lang angeguckt und beobachtet so. Wo ich mir denke, ey, Leute, das macht man doch nicht, das kann man doch nicht machen, ey, chillt mal. Ich weiß nicht, wie man dazu fähig sein kann. Okay, die waren jetzt vielleicht auch noch nicht 16 oder 17, aber auch mit 14 sollte man das schon lernen, so, oder wissen, wo so die Grenzen da liegen. Das sind dann wirklich so Situationen, da denke ich, merkt ihr das nicht, dass ich euch schon vor einer Stunde bemerkt habe oder so? Und jetzt auch nochmal so eine Situation, die ich nicht verstanden habe. So klar, vielleicht war es auch ein bisschen dumm von mir. Ich habe halt mal meine Freundin bei Instagram unter so einem Foto markiert, das halt darauf hingewiesen hat, so dass man halt schon eine Freundin hat. Und das haben dann irgendwie alle gesehen, die mir auf Instagram folgen, beziehungsweise die halt in diesem Moment das sehen konnten. Und dann ging es natürlich los unter meinem neuesten Foto. Der hat eine Freundin, das ist seine Freundin, bla 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 bla. Ich habe die Kommentare schnell gelöscht, habe auch den Kommentar unter dem Foto gelöscht, konnte keiner mehr sehen. Und ein Mädchen, das war wirklich dabei. Da dachte ich, okay, die ist 12. Also wirklich so ein Mädchen, das es vielleicht noch nicht gelernt hat. So mit 12 würde ich mir denken, gut, du hast es vielleicht noch nicht gelernt, das kommt mit der Zeit. So, hätte ich Verständnis für. Das war allerdings dann wirklich so ein Mädchen, wo ich halt auf das Profil gegangen bin. Die war 17, wirklich ganz normales Mädchen, 17 Jahre alt. Und die schrieb dann immer wieder, haha, ist dir das peinlich, dass du eine Freundin hast, Kommentar gelöscht. Oh mein Gott, ihm ist es peinlich, Kommentar gelöscht. Und irgendwann habe ich die einfach blockiert, weil ich dachte, was ist falsch? Ich habe das nicht gecheckt, so mit 17 Jahren, das muss man doch verstehen, dass man das vielleicht nicht so wollte. Und irgendwann checken und einfach leise sein. Aber nein, das sind halt wirklich immer so Sachen in letzter Zeit, die kann ich nicht verstehen, und ich finde es halt schade, dass es so ist, weil man muss das doch irgendwann, man muss das doch verstehen, wo die Grenzen sind und wo nicht. Das war's mit dem Video, wollte ich nur mal kurz sagen für zwischendurch. Am Sonntag kommt mein 300.000 Abo-Special um 14 Uhr online. Checkt das auf jeden Fall ab, abonnieren nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. Ihr könnt gerne Daumen nach oben hier da lassen, wenn es euch gefallen hat, bisschen unterhalten hat. Hier oben links geht's auch weiter mit meinem letzten Video, checkt das ab. Sonntag kommt, wie gesagt, das, okay, ja, morgen kommt auch ein Video online. Morgen kommt ein neuer Prank, der ist lustig geworden. Peace, ciao.